meine Meinung dazu ist, dass die Meinung ihrer Bürger unterdrücken. Sehr kontrollierter Staat, sehr viel Überwachung. Es ist wirklich ein Fakt, dass die Chinesen sehr, sehr gebildet sind, viel lernen. Seit Drago ist es so. 媒体总是报道中国很不好的事情，所以我觉得很多的德国人，他们完全不懂中国。所以今天呢，毕哥就要走上德国的街头，看看德国人对中国的影响到底是怎么样的，然后问问他们为什么会对中国有这样的想法，看看媒体对他们的想法有没有很大的影响。我很好奇，今天遇到什么样的人，遇到什么样的想法。 Servus Ladies, darf ich ein paar Fragen stellen? Keine Zeit. Sag meinen Vater auch mal, der stand noch. Keine Zeit. Okay, ich laufe mal mit euch mit. War der schon mal in China? Nee. Nein, noch nicht. Nee, noch. Auch nicht? Nein. 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 Auch nicht. Nee. Nein. Nein. Nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Würdest du gerne mal hingehen? Klar. Ja? Warum nicht? Was sind die ersten drei Dinge, die euch über China einfallen? Die Mauer, ja, genau. Anime. Was noch? Sushi. Shanghai. Große Städte und viel los. Und es ist sehr sieht aus, eine Zebrastreifen da. Ja, generell, dass das Land halt ziemlich groß ist. Siehst du sehr viele Menschen auf einem Fleck, ja. Sehr kontrollierter Staat, sehr viel Überwachung. Was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung dazu ist, dass die Meinung ihrer Bürger unterdrücken. Also ich würde, glaube ich, nicht hinreisen wollen. Viele wollen es ja, glaube ich, aber ich würde es nicht wollen. Ja, es ist halt nicht so einfach, in so einem Regime zu leben, aber kann auch Vorteile haben. Vielleicht für den Einzelnen nicht, aber für das Kollektiv vielleicht schon. Früher günstiger Produktionsstandort, heute wahrscheinlich uns technisch überlegen. Autos haben die nicht, oder? Autos haben die nicht, oder? Ja, aber Marken? Kennst du keine chinesischen Automarken? Ich kenne keine. Keine einzige? NIO? Haben wir noch nie gehört. Es ist einfach im Augenblick so, dass viele von den elektrischen Autos kommen aus China. BYD? BYD habe ich schon mal. Ich glaube, es sind ziemlich viele Schlaue dort, weil das Schulsystem ziemlich große Anforderungen hat. Woher weißt du das? Du warst ja noch nie dort. Hört man halt so aus Nachrichten. Okay. Bildung? Was meinst du mit Bildung? Manche sagen, es ist ein Vorurteil, aber es ist wirklich ein Fakt, dass die Chinesen sehr, sehr gebildet sind, viel lernen. Und der beste Schauspieler auf der Welt. Welcher? Jackie Chan. Jackie Chan, natürlich. Ja, ja. Es gibt leckeres asiatisches Essen. Aber nicht das Ausgefallene, nur so Frühlingsrollen. Das stimmt auch, dass die halt verschiedene Sachen essen, also Tiere. Zum Beispiel? Katze und solche Hunde, solche Sachen. Asiatische Küche gefällt mir sehr. Ich ja, ich liebe es. Ja. Voll scharf. Ja. Was isst du am liebsten? Klassiker. Und ich glaube, es ist eine ganz andere Kultur, als wir es hier haben. Also ich glaube, es wäre mal voll interessant, das so live zu erleben. Was hält dich noch hier? Habt ihr eher eine positive oder eher eine negative Meinung über China? Also über die Staatsregierung auf jeden Fall negativ, über die Menschen eigentlich nicht. Also ich kenne viele nette Chinesen. Was man aus den Medien halt hört und so, schon eher negativ geprägt vielleicht. Deine? Ja, ich würde auch sagen neutral bis negativ. Neutral. Ja, würde ich auch sagen. Warum neutral? Ich denke mal, die Menschen sind ganz nett. Neutral würde ich sagen. Ich habe nichts dagegen, aber ich kenne es ja nicht. Ja, positiv. Eigentlich positiv. Zwiegespalten ist es wahrscheinlich immer, aber schon eher positiv. Das kann man wahrscheinlich auch besser sagen, wenn man schon mal dort war. Ich glaube, menschlich gesehen voll interessant und voll freundlich aufgenommen. Das sagt mir so diese chinesische Gastfreundlichkeit. Und hast du eher eine negative oder eher eine positive Meinung über China? Nee, eher eine positive Meinung. Wenn es jetzt um politische Sachen geht, da schaue ich nicht so drauf. Also ich schaue nur wirklich auf die Menschen selber und ja, das zählt am Ende. Welche Medien konsumiert ihr? Also wo holt ihr euch eure Meinung her? TikTok. Eher so das, was man so hört, glaube ich. Also so vielleicht mal in der Tagesschau, wenn ich es mal gucke. Hauptsächlich über Social Media, halt gibt es Tagesschau und viele andere Kanäle. Internet oder ab und zu mal Tagesschau, ja. Instagram oder halt auch mal Nachrichten. Auch durch Facebook, auch durch Instagram. Das heißt eigentlich so öffentliches Fernsehen und öffentliche Zeitschriften und sonst, was die anderen Leute erzählen einfach. Genau. Mhm. Ja, genau. Ich finde es wichtig, dass man so auf dem aktuellen Stand ist. Mhm. Und teilweise auch durch die Zeitung, aber da muss ich zugeben, da lese ich meistens eh nur Sportteil. Ja.
Findest du, dass die Medien bei uns eher positiv oder eher negativ über China berichten? Kommt drauf an. Ich würde sagen, eher neutral. Aber vielleicht in letzter Zeit etwas negativ, weil wir unabhängiger werden wollen von China. Eher negativ. Eher negativ. Eher negativ. Negativ. Negativ? Schlecht. Vertraut ihr unseren Medien? Sie da wirklich darauf antworten? Dazu sage ich Ihnen nicht. Nein. Die können auch manchmal einseitig berichten, aber grundsätzlich schon. Teils, teils. Ich denke, man muss da ein bisschen mit Vorsicht oder mit Verstand lesen. Man muss sich immer mehrfach informieren. Ich glaube, es reicht nicht nur eine Quelle, die man vertrauen kann. Am besten immer seine eigenen Erfahrungen machen. Das ist richtig, genau. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel jetzt auch aus meinem Mutterland. Also ich komme aus dem Irak. Da wurden auch schon viele Sachen erzählt, die jetzt nicht so vertrauenswürdig sind. Aber die meisten glaube ich schon. Nein. Null. Okay. Ich komme aus Syrien und was ich auch immer höre, das stimmt manchmal 50-50, manchmal überhaupt gar nicht. Was machst du dann? Rufst du dann deine Bekannten, Verwandten in Syrien an und fragst nach? Ja, manchmal mache ich. Manchmal rufe ich an. Das stimmt oder stimmt das gar nicht? Nee, wir haben das nicht gehört. Wo hast du das gehört? Meiti gezählt, das heißt, Jungo, wie man schon, sind wir dann auch nicht. 不过今天有一个点让我很开心采访的大多数是零零后我发现都没有盲目的选择相信媒体逼哥我也和他们说了你再给你个机会。Am besten selbst erleben, selbst hinreisen, gucken vor Ort. 要想了解真实的中国你得飞过去当然你也可以多看逼哥的视频我估计现在他们在我的频道里 Ich war in Vietnam, ich war in Singapur, aber noch nicht in China. Die Leute dort haben bei weitem nicht so viel Geld wie hier in Europa oder in Deutschland, aber sie sind nett. Sie sind nett, sie sind höflich. Ich hatte sogar mal einen Tag, wo uns was zum ersten Mal ausgegeben worden ist. Und es ist völlig ohne Gegenleistung. Hier bei uns in Deutschland, da wir denken meistens nur an uns, wir denken nur an unser Geld, wir sind geizig. Und in den meisten Fällen ist es in Ländern, die wenig Geld haben, dass die sind, sag ich mal, am nettesten und die gehen wir auch meistens. Die gleichen Erfahrungen habe ich in China gemacht damals. Echt? Okay. Ja. Vor 10 Jahren habe ich in China studiert, gelebt, halbes Jahr in Peking. Oh, schön.